Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana. Ich möchte euch heute den neuen Panasonic TX43FXV754 vorstellen. Das ist das 2018er Modell von Panasonic, der Nachfolger zum EXV754. Wird es auch wieder nur in 43 Zoll geben. Für diejenigen von euch, die ein kleines Wohnzimmer haben oder das Gerät als Zweitfernseher nutzen, wirklich perfekt. 43 Zoll, knapp 109 cm in der Bildschirmdiagonale, was auch ganz interessant ist, 98 cm ungefähr breit. Gerade für diejenigen, die es schön auf einem Möbelstück platzieren wollen, ist das sehr interessant. Ich will auch gar nicht zu lange erzählen oder schnacken. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Ersteinrichtung und schauen mal. Zuallererst wählt ihr die Menüsprache aus, in die ihr das Gerät betreiben wollt. Zunächst dann, wo ihr das Gerät aufstellen wollt, ob zu Hause oder im Shop, logischerweise zu Hause. Dann geht es auch gleich weiter mit der Netzwerkeinstellung, sprich an dieser Stelle wählt ihr einfach euer Heimnetzwerk aus, gebt euer Passwort ein und schon seid ihr mit dem Internet verbunden. Weiter geht's. So, als nächstes wählen wir den Aufstellort aus. Da geht es letztendlich auch darum, wenn ihr Dienste wie HBB-TV nutzen möchtet, die Mediatheken der ganzen Programme, dass der Fernseher letztendlich auch weiß, wo seid ihr gerade und was kann er euch anbieten. Hier geht es jetzt um die TV-Signalwahl, sprich wie empfangt ihr Kabel, Satellit, DVB-T, wählt ihr an dieser Stelle aus. Geht dann auf Auto-Setup starten und er beginnt mit dem Sendersuchlauf. Ja, der Sendersuchlauf ist abgeschlossen. Wundert euch nicht, angegeben ist circa eine Zeit von 3 Minuten. Kann durchaus mal sein, dass es etwas länger dauert, 10 Minuten, 15 Minuten, aber dann ist er auch wirklich fertig. Als letzten Schritt in der Ersteinrichtung geht es dann darum, dass ihr einmal den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmt und auch nochmal der Datenschutzerklärung. Auch hier HBB-TV ein Thema, sprich, was ihr dem Fernseher erlaubt, worauf er zugreifen darf, worauf er nicht zugreifen darf. Darum geht es letztendlich. Diesem stimmen wir zu. Das könnt ihr natürlich jederzeit auch nochmal ändern in den Datenschutzbestimmungen. Kein Problem. Ja, wir haben für euch einfach mal in den Demo-Modus gewechselt, weil wir euch wirklich zeigen wollen, was kann das Gerät. Man sieht das hier sehr schön. Die Farben, also ich bin echt beeindruckt. Kommen wir zu den neuen Features im Vergleich zur Vorgängerserie. Zur EXV754-Serie haben wir jetzt beim FXV754 einen neuen Prozessor verbaut. Sprich, der sorgt letztendlich dafür, noch bessere Farben, noch bessere Schwarzwerte. Schneller ist er nochmal geworden. Das sind all die Geschichten, was der neue Prozessor wirklich perfekt macht, kann man nicht anders sagen. Hinzugekommen ist Multi-HDR, sprich wir haben zusätzlich zu den sowieso schon vorhandenen Formaten wie HDR10 und HLG jetzt neu auch HDR10+, wird kommen im Laufe des Jahres per Update letztendlich, sobald da ein Standard festgelegt worden ist. HDR10+ ist ähnlich wie Dolby Vision, sprich auch hier wird mit Metadaten gearbeitet, mit dynamischen Metadaten letztendlich, die dafür sorgen, dass halt das Bestmöglichste aus dem Bild herausgeholt wird. Da darf man auf jeden Fall auch gespannt sein. Außerdem hinzugekommen ist die sogenannte Audio-Link-Schnittstelle. Das heißt, ich kann Kopfhörer, Tastatur wie üblich per Bluetooth anschließen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, Lautsprecher per Bluetooth anzuschließen. Und das ist eine wirklich sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Panasonic hat hier natürlich auch das entsprechende Peripherieprodukt auf den Markt gebracht. Das ist der GA10-Lautsprecher, GA10 für Google Assistant. Deutet auf das nächste neue Feature hin, sprich dieser Fernseher wird per Google Assistant, aber auch per Amazon Alexa steuerbar sein mit dem entsprechenden Peripheriegerät, wie gesagt Lautsprecher GA10 von Panasonic direkt oder aber auch der Amazon Echo Dot wäre dann auch möglich. Dann sind hinzugekommen zwei neue Bildmodi, einmal der Sport-Mode und der Gaming-Mode für die Zocker unter euch. Wahnsinnig interessant, diese Funktion. Ja, das war es letztendlich auch schon eigentlich mit den neuen Features. Wir haben nach wie vor das IPS-Panel, das entspiegelte Panel bei diesem Fernseher. Das heißt, selbst aus dem schrägsten Blickwinkel, so wie ich jetzt davor sitze, haben wir eine extrem hohe Blickwinkelstabilität.
Die Bilder sehen immer noch gestochen scharf aus. Ich habe kaum Farbverluste, also wirklich beeindruckend, muss man echt sagen. Was lässt sich sonst noch zu dem Fernseher sagen? Ich würde sagen, nicht mehr großartig viel, außer dass er wirklich einen super Gesamteindruck macht. Also ich bin echt begeistert. Das Gerät könnt ihr ab sofort online bei uns bestellen, ist auch direkt lieferbar bei uns. Solltet ihr Fragen zu diesem Fernseher haben oder aber auch zu irgendeinem anderen Fernseher, wir beraten euch gerne vor dem Kauf. Ruft uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail. Ansonsten, wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao!